Hallo, hier ist euer Weehawk LP mit einem kleinen Video. Der liebe Freddel, also der Fred mit den vielen L's, hat mir ein neues Programm gebastelt. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich bei meinem 6000 Abonnenten-Special war das, glaube ich. Das war ein Audio-Spam-Special gewesen. Da habe ich dieses Programm, glaube ich, bereits vorgestellt. Oder war das im Rahmen des Audio-Spam-Specials? Ich glaube schon. Auf jeden Fall habe ich da ein Programm namens Audio-Spammer vorgestellt, was ebenfalls von dem guten Herrn Freddel kam. Und er hat jetzt sich die Mühe gemacht, mir davon eine zweite Version zu basteln, die ein paar neue Features hat. Das ist Grund genug für mich, mal ein Video davon zu machen. Und wir starten ihn einfach mal. Den Audio-Spammer 2. Zunächst einmal sucht er am Anfang immer nach Updates. Das kann immer einen kleinen Moment dauern. Allzu lange sollte das hoffentlich nicht dauern. Hoffen wir es einfach mal. Also er sucht jetzt, ob irgendwie vielleicht eine neue Version verfügbar ist von diesem Audio-Spammer. Das finde ich eigentlich ganz gut. Vielleicht manchmal ein bisschen nervig, wenn man schnell auf den Audio-Spammer zugreifen muss und er dann erst ewig nach Updates sucht. Ich weiß auch nicht, ob man den Vorgang irgendwie beschleunigen kann. Auf jeden Fall ein nettes Bild hier. Oh, keine neue Version da. Und wir sehen hier nun die Oberfläche vom Audio-Spammer. So, Moment. Ja. Okay, hier haben wir nun verschiedene Sachen. Zuerst einmal, die größte Neuerung am Audio-Spammer ist, dass ich jetzt, während ich Stereo-Mix auswähle in Skype, um meine Konfi zuzuspammen oder was weiß ich was, dass mich die Leute trotzdem hier mittels Mikrofon hören können. Dazu muss ich einfach nur das Mikrofon anschalten hier, oben mit dem Regler. Und jetzt müsst ihr mich eigentlich schon doppelt hören, oder auf der Aufnahme müsste das doppelt zu hören sein. Auf jeden Fall kann ich nun, während ich Audio-Spams verwende, auch mit meinen Kollegas reden. Richtig genial, oder? Ja, das ist eine sehr schöne Neuerung. Außerdem, ja, ihr seht, die Benutzeroberfläche hat sich ein bisschen verändert im Vergleich zum ersten Mal. Hier ist ein schönes Bild reingeladen worden. Wir können Effekte jetzt auswählen, indem wir hier auf den Effekt-Button klicken. Dann erscheint dieses Fenster mit diesem wunderschönen Bild von mir, was mich perfekt zeigt. Ja, so bin ich. So sehe ich normalerweise aus. Das mit der Webcam ist, ja, das sieht bei der Webcam immer anders aus. In Wahrheit sehe ich so aus. Aber gut. Ihr wollt wissen, was der Audio-Spammer kann? Wir können einen neuen Spam adden hier über diesen Knopf. Also eine neue Audiodatei, die können wir uns hier auswählen. Hier können wir auswählen zwischen MP3, WAV, alles mögliche, alle möglichen Sounddateien hier. Hier sind jetzt gerade nur die MP3s ausgewählt. Nehmen wir einfach mal hier, Edna bricht aus, der Essensschlacht-Spam. Weil aus dem kann man eine Menge machen. Essensschlacht! So. Okay. Fangen wir erst mal an. So klingt der Spam normalerweise. Essensschlacht. So. Und das Ganze loopt jetzt hier auch noch. Das kann ich hier ausstellen, wenn ich will. Ich kann jetzt, mithilfe dieser Regler, kann ich den Audio-Spam aber verändern. Essensschlacht. Essensschlacht. Hier dieser Speed-Regler, der sorgt dafür, dass sich sowohl die Tonhöhe als auch die Geschwindigkeit verändert. Wir können aber auch nur die Geschwindigkeit verändern. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Wir können aber auch einfach nur den Pitch verändern, also die Tonhöhe sozusagen. Essensschlacht! Essensschlacht! So klingt das Ganze dann. Wir können das Ganze aber auch rückwärts abspielen, wenn wir wollen, dann klingt das Ganze so. Genau. So klingt das Ganze dann. Ist das nicht herrlich? Aber wir haben ja noch unsere ganzen Effekte hier. Wir können zum Beispiel ein Echo hinzufügen, wenn wir wollen. Essensschlacht.
oder einfach einen Wah-Wah-Effekt. Und diese Effekte können wir hier auch noch mit den Reglern ein bisschen verändern, wenn wir das wollen. Acht Essenschlacht. Da muss ich jetzt zum Beispiel noch gucken, da muss ich noch ein bisschen rumprobieren, wie das genau funktioniert, was man da am besten auswählt. Wir können mit dem Mausrad, können wir das Ganze auch wieder zurücksetzen. Also das ist gar kein Problem. Weil die Änderungen, die werden hier gespeichert, wenn man das Ganze schließt. Also ihr könnt das Ganze mit dem Mausrad dann hier verändern. So, ja. Acht. Ich würde sagen, jetzt spacken wir einfach nochmal ein bisschen ab mit diesem wunderbaren Programm hier. Damit habe ich übrigens auch das Video The Scary King of Hyrule gemacht. Dieses Video, was ich zu Silvester wollte ich sagen, genau, zu Halloween hochgeladen habe. Das Scary King of Hyrule Video ist mit diesem Audio-Spammer-Video Programm entstanden. Da könnt ihr mal sehen. Also dann, viel Vergnügen. Ein sehr, sehr schönes Programm. Vielen Dank, Fredel. Essenschlag.